Willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition. Ihr seht schon, wir haben hier oben schon unsere Glasfassade ordentlich ausgestattet. Nur hier oben sind noch so ein, zwei Löcher, aber die werden wir heute auch noch schließen. Und dann arbeiten wir uns noch weiter vor da unten unseren kleinen Seebereich, denn da soll das Bad reinkommen. Auch noch schön mit diesen gläsernen Wänden zum Runden. Damit man so halbwegs das Wintergarten-Feeling bekommt. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, was im Wintergarten ist. Im Wintergarten ist meistens draußen. Und da können die Pflanzen genauso gedeihen, als wenn es Sommer wäre. Bedeutet, im Winter sind die Pflanzen immer noch gut am Start. Das ist meistens einfach komplett durch Glaswände umrundet und sowas wie ein Gewächshaus. Bloß, dass man von draußen reinschauen kann. Man kann jetzt aber auch das so, wie ich es gerade eben mache, auch sowas beziehen von irgendwie so, ja, wir machen einfach unser Schwimmbecken rein. Ein bisschen Pflanzen an die Seite. Übrigens, Alter, das wäre doch eine Hammer-Idee, wenn wir uns dann einfach ein paar Bäume schnappen, so ein paar Setzlinge und die an die Seite von unserem Wintergarten da vorne hinpacken. Dass die dann praktisch mitten in unserem Wasserbecken nach oben sprießen, so wie wir es da auch innen drin gehabt haben. In unserem, keine Ahnung, Empfangsbereich, was weiß ich, bezeichnet das Haus, was wir da oben haben, wie ihr wollt. Ich denke, das könnte auch irgendwie sowas sein wie ein Anwesen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall will ich da auch noch eine großartige Treppe hochführen und alles drum und dran. Damit es richtig schön imposant wirkt. So richtig eindrucksvoll. Nochmal ein kleines Schweinchen mitnehmen. Komm, Edgar, du willst doch ganz sicher zu mir. Na, er wollte. Ich hab's genau gehört. Habt ihr das Quieken gehört? Das war das Zeichen, dass er zu mir wollte. Jetzt haben wir mal Spaß beiseite. Wir brauchen ordentlich viel Sand, damit wir auch die ganzen Glaswände überhaupt herstellen können. Ne? Weil ohne Glas geht da leider nichts. Ich habe heute aber auch ein paar Themen bereitgestellt, denn ich weiß, ich habe das jetzt wirklich oft angesprochen, deswegen bitte nicht schlagen, aber es ist was Neues, was ich heute jetzt zu dem Thema zu sagen habe. Nämlich das Thema Training. Ich komme nämlich gerade auch vom Training und mir ist aufgefallen, dass ich wirklich schon ultra oft probiert habe, durchgehend wieder zu trainieren. Ich habe es, glaube ich, schon vor 4 Monaten das erste Mal angekündigt. Yo, ich gehe jetzt wieder trainieren. Im Endeffekt, 2 Wochen später, ratet mal, wer da nicht mehr trainieren war. Ich. Weil man überlegt sich immer so, Digga, auf dem Terminplan steht, in 2 Stunden musst du trainieren gehen. Solltest du eben, je nachdem, wenn du eben ein paar Muskelzuwachs haben willst, wenn sie eben was bringen soll, ne? Und da denkt sich der Körper so, aber yo, Digga, Gehirn, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ne? Die Muskeln sagen, ja, aber ich habe keinen Bock, ich habe irgendwie was anderes zu tun. Dann überlegt man sich innerlich, was könnte denn dagegen sprechen, dass ich jetzt trainieren gehe? Meistens ist es so, ich habe noch Muskelkater, nachher verzehre ich mir da noch irgendwann oder dann breche ich mir da was und nein, das wollen wir doch nicht, dann hätte das Training doch auch absolut keinen Sinn. Das ist die häufigste Ausrede. Die zweite Ausrede, ich habe keine Zeit, schau mich an, ich muss lernen, ich muss ein Video aufnehmen, in meinem Fall eben, oder irgendwie sowas. Logischerweise könnte man das Video dann auch vorher aufnehmen und dann danach gehen, aber daran denkt man dann gar nicht. Dann denkt man so, kann ich ganz abschreiben. Ist immer gut. Aber worauf ich jetzt letztendlich hinaus wollte, ist, dass ich seit 3 Wochen circa meinen ziemlich guten Kollegen, wirklich richtig guten Kollegen, nämlich Erik, dazu überreden konnte, dass er sich auch beim Studio anmeldet und mit mir zusammen trainieren geht. Ich wollte nach eine neue Schaufel holen. Und seitdem wir das zusammen durchziehen, geht es einfach deutlich besser. Man kann sich dann nämlich immer am besten gegenseitig motivieren. Und zusammen ist man auch stärker. Wenn der eine eine Ausrede hat, kommt der andere an und verschlägt den. Wenn der dann nicht mitkommt zum Training. Das ist immer so richtig nice, wisst ihr? Zum Beispiel, ich glaube so, oh Digga, oh, das hat noch richtig reingezogen. Absolut keinen Bock, heute pumpen zu gehen. Sagt er so, ey, wenn du nicht kommst, ich komm zu dir, ich hol einen Schlagstock und dann schlage ich dir ein. Alles freundlich gesehen. Wirklich, alles freundlich. Keine Angst, da verschlägt mich niemand. Ihr müsst nicht zu dem gehen und dem irgendwie Morddrohungen geben. Nein, der hat mich nicht angefasst. Das ist einfach nur so und umgangssprachlich. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass wir uns dann gegenseitig immer weiter dazu anspornen, weiterzumachen. Immer weiterzumachen und jeden Tag daneben durchzuhalten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es wirklich geschafft, wieder durchgehend zu gehen, außer am Mittwoch. Da hatte ich wirklich leider, da kam ich nicht dazu. War so eine Ausrede, aber da hatte Erik, glaube ich, auch irgendwie was anderes zu tun. Also wenn man gegenseitig denkt, okay,
Wir beide haben gerade eine passende Ausrede parat, dann ist immer noch so, dass man nicht geht. Aber es ist deutlich besser, wenn man es mit einem Trainingspartner zusammen macht. Ich glaube, viele von euch, die auch im Sportart sind, irgendwie in einem Club sind, sei es Tennis, sei es Volleyball oder irgendwie sowas anderes, ihr motiviert euch viel besser, wenn ihr mit einem Trainingspartner zusammen rumhängt oder eben gemeinsam zum Training geht, sei es jetzt der Kraftsport wie bei mir oder eben, wie gesagt, die Clubsachen. Es klappt einfach viel besser. Und was ich jetzt ansprechen wollte, ist, dass es wahrscheinlich nicht nur in Sachen Sport so ist, sondern auch überall. Sei es, ihr habt ein Problem, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Jetzt sagt euch so, im Fernsehen läuft gerade die ganze Zeit, da und da soll Pferdefleisch drin sein, da und da soll was nicht ganz so Gutes für den Körper drin sein, wie zum Beispiel Aspartam, was auch in der Cola drin ist, nur so nebenbei, deswegen trinke ich Cola nicht so gerne. Aspartam ist nämlich so ein Süßstoff, der nicht wirklich gesundheitlich gut sein soll. Klar, es gibt nicht eindeutiges, was dagegen aussagt, von dem so, yo, das ist zu 100% gesundheitsschädlich. Aber es ist auch nichts bewiesen worden, dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Von dem her sehe ich von solchen chemisch erzeugten Süßstoffen eher ab. Allgemein, egal was es ist. Außerdem sollen die auch die Fettverbrennung ein bisschen aufhalten. Aber das nur mal so als Randnotiz. Und egal in welcher Lebenslage, wenn ihr es zusammen mit irgendwem anders durchsteht, könnt ihr das einfach viel besser meistern, weil ihr euch gegenseitig immer unterstützt. Ihr motiviert euch immer gegenseitig weiterzumachen und weiterzumachen. Und das wollte ich einfach nur sagen, dass man zusammen einfach viel, viel mehr erreichen kann. Das ist einfach so eine Sache. Ich glaube, der Mensch ist auch eigentlich eher so ein Tier, was in der Gesellschaft lebt. Wir nehmen uns ja auch sehr, sehr viel aus der Gesellschaft als Vorbild. Zum Beispiel, wenn aktuell der Trend ist, Hosen mit Löchern zu tragen, dann tragen die auch die meisten, weil es einfach gerade inne ist, weil die Gesellschaft es so als gut angesehen hat. In der Gesellschaft ist sowas gerade voll das Ding. Das wird hoch angesehen, deswegen macht man's. Und sowas finde ich eigentlich echt cool, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass wir ja von Geburt an eigentlich nicht wirklich so Instinkte haben. Klar, Vermehrung ist jetzt auch so ein Instinkt, aber ich glaube, das ist jedem bewusst, dass jedes Lebewesen den Instinkt hat, sich irgendwann zu vermehren. Kann ich da runterjumpen? Kann ich? Ja, ich kann. Aber ansonsten haben wir nicht so die Instinkte wie zum Beispiel bestimmte Schildkrötenarten, die durch die ganzen Gewässer des Atlantiks oder so schwimmen, immer ihre Routen ziehen, 600 Kilometer, um dort dann Eier zu legen und danach wieder zurückzukehren, und das ist immer so für jeden Zyklus ist, jedes Jahr praktisch, um sich dann fortzupflanzen. Sowas haben wir nicht. Wir nehmen uns die Instinkte praktisch von der Gesellschaft. Das heißt, jeder Mensch kann anders erzogen werden, je nachdem, in welchem Umfeld er aufwächst. Das ist auch richtig cool, wenn man sowas sieht. Das habe ich auch erst letztens in Biologie oder Gemeinschaftskunde drangenommen, als ich noch in der Schule war. Und das war echt sehr, sehr interessant. Hat mir wirklich sehr gefallen und ich habe mich darüber auch noch ein bisschen im Nachhinein schlau gemacht, nachgedacht. Und es ist wirklich so. Zum Beispiel, man könnte den ein und denselben Menschen nehmen und ihn praktisch kopieren, jetzt in Gedanken praktisch. Und er würde je nach Umfeld zu einer anderen Person aufwachsen, obwohl es im Grunde exakt dieselben Gene sind, obwohl er exakt dieselben Voraussetzungen hat. Im Wasser sind Explosionen übrigens gar nicht schädigend, deswegen bin ich einfach reingegangen. Und gerade das ist das, was ich cool finde. Dass man Personen einfach, egal ob es jetzt wirklich exakt dasselbe ist, exakt alles dieselben Gene sind, je nach Umfeld anders erziehen kann. Das heißt, falls ihr irgendwann Kinder haben solltet, könnt ihr einen großen Teil dazu beitragen, in welche Richtung euer Kind aufwächst. Ob es gute Gepflogenheiten hat, ob es ehrlich ist, ob es offen ist, ob es selbstbewusst ist, ob es so ist. Das kann man als Elternteil wirklich sehr gut mitbestimmen. Und gerade der Fakt ist wirklich echt extrem. Klar, Freunde sind auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Eltern. Ich meine, die Eltern sind ja dann irgendwann auch etwas mehr in den Hintergrund gerückt, wenn man so ins Teenageralter kommt. Da hängt man ziemlich viel mit den Freunden rum und wird dann auch durch seinen Freundeskreis mit in eine Richtung gelenkt. Deswegen sollte man sich auch gut überdenken, mit wem man alles rumhängt. Ob man jetzt mit denen rumhängt, die jeden Abend da in der Ecke hocken und so chillen und PC zocken, ist nichts Schlimmes. Aber ihr müsst euch dann entscheiden, was ihr am liebsten macht. Aber ich denke, das ist einfach so integriert auch noch. Oh, will ich jetzt wirklich mich mit einem Enderman anlegen? Dass man sich einfach denkt, oh, danke, 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 danke.
Dass man sich einfach so schon mal unbewusst für einen Freundeskreis entscheidet, wenn man einfach gerne damit rumhängt und es auch gerne macht. Weil ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand mit Otakus abhängt. Otakus ist eine Beleidigung. Ich bin ja selbst praktisch einer. Ich schaue auch gern Animes. Ich würde sagen so, auf Animes mit richtig schön vernuschelt. Mit Anime-Liebenden abhängt. Wenn er selbst nicht gerne Anime schaut, ich meine, das wäre auch total unsinnig. Man kann sich erstens dann nicht über das Thema unterhalten, nämlich über die Animes. Und ja, man kann sich eben nicht über seine Hobbys unterhalten. Deswegen sucht sich jeder Mensch die Freunde, die dasselbe Hobby teilen. Und man entwickelt sich dann auch in dieselbe Richtung weiter. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu sehr abgedriftet und es war eigentlich gar nicht mehr der richtige Sinn von meinen Sachen. Auf jeden Fall, Familie, Freunde, das gesamte Umfeld, in dem man aufwächst, kann einen, während man eben vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenenalter aufwächst, stark beeinflussen. Das wollte ich damit einfach nur sagen, denn das fand ich wirklich sehr interessant und viele von euch werden wahrscheinlich auch solche Erfahrungen gemacht haben. Falls ihr da irgendwas habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe da wirklich schon ziemlich interessante Themen gefunden und das würde ich auch selbst als ein richtig interessantes Thema. Die Kleinen sind wirklich sehr fies, die können mich nämlich locker killen. Kann er jumpen? Kann er jumpen? Der kann jumpen. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Kleiner Nerd. Du kleiner Nerd. Nein. Okay, tut mir leid, aber ich muss sterben. War das gerade mein Ernst? Hab ich gerade ernsthaft vergessen, dass wenn man eine Enderperle wirft, man ein Leben abgezogen bekommt? Ich muss mir unbedingt da drüben mal ein Bett bauen. Das ist naja, jetzt kann man mal schauen. Habe ich hier noch irgendwas liegen, was ich haben wollte? Vielleicht? Ja, ich kann ein paar Steinschaufeln mitnehmen. Ich wollte natürlich nur ganz schnell wieder zurück zur anderen Seite, um mir noch die 30 Gläser abzuholen. Das war doch logisch. Geht das als Ausrede? Es geht als Ausrede, ich weiß es. Bitte. Ich schnapp mir jetzt auf jeden Fall ein Bett und gehe dann mit ihm darüber. Wir haben ja nämlich noch ein paar gute Sachen, die wir mitnehmen könnten. Wobei ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann ich mich die ganze Zeit immer umbringen, so wie ich es gerade eben gemacht habe, wenn ich wieder schnell zur anderen Base rüber will, weil hier habe ich ja schon ziemlich viel, was mir helfen könnte, dann Diamantpferderüstung nehme ich auch mit fürs Pferd, mich wieder ein bisschen besser auszustatten. Wobei ein Bett könnte ich mal eigentlich mitnehmen. Oder? Jupp, kann ich. Stehe ich dann da drüben auf, damit ich dann da wieder aufwache und nicht, dass ich dann wieder so die ganze Zeit so, ja, durch die Gegend pflanzen muss. Übrigens, für diejenigen, die es lange nicht gesehen haben, hier haben wir unser kleines, aber feines Obsidian-Portal in den Nether. Hier unten so eine kleine Graslandschaft oder Zuckerrohrlandschaft. Hier oben ist das Baumhaus, hier drin ist unser Keller, der langsam schon vom Gestrüpp ein bisschen mehr abgenommen hat, aber immer noch ganz gut ist. Und hier oben geht es dann hoch ins Baumhaus. Hier hinter gab es nämlich so einen kleinen Eingang, der uns entweder dann nach unten in den Keller gebracht hat oder ganz nach oben. Finde ich echt cool, dass ich das euch nochmal so kurz zeigen konnte. War jetzt nicht wirklich der Sinn der Sache, also vorne dran gestellt, warum ich mich da gerade eben umgebracht habe. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ein paar Gläser bekommen. Und ich meine, darüber zu latschen ist auch nicht so verkehrt und so schwierig, ne? Geronimo! Das war sehr schlau. Ich hätte gedacht, ich pack's tatsächlich noch ins Wasser zu springen, aber irgendwie dann so, habe ich es mir so entschieden, ne? Steve, also mein Charakter hier, dachte ich so, nope, ist auch viel besser, wenn man auf dem Gestein aufkommt. Ich lache gerade über irgendwas, aber ich fand es wichtig, das Thema am Anfang anzusprechen, weil es mich gerade eben auch richtig beschäftigt hat. Übrigens, ich bin auch richtig gut wieder dabei im Training, also das macht mir wirklich richtig viel Spaß. Falls ihr wissen wollt, was ich neben YouTube noch so gerne mache, mit Freunden draußen chillen, einfach draußen die Natur ein bisschen genießen. Deswegen will ich auch später was in Richtung Biologie machen. Biotechnik, irgendwie sowas. Oder eben moderieren bei YouTube. Irgendwie sowas ist dann später mein Berufswunsch. Also jetzt nicht moderieren bei YouTube, aber YouTube und nebenher vielleicht irgendwie so Radiosprecher werden, Synchronsprecher, irgendwie sowas. Oder Biologie später als Berufswunsch, weil viele fragen sich das bestimmt auch gerade eben noch so ein bisschen. Hängt ihr die ganze Zeit noch vom PC rum? Macht er die ganze Zeit nur YouTube? Macht er nichts anderes? Ich mach was anderes. Und als einziges wirkliches Hobby neben Anime schauen, YouTube und so weiter, habe ich noch den Gradsport gefunden. Und ich denke, das ist eigentlich so perfekt für mich gerade eben. Ich könnte mir mein Leben nicht besser vorstellen, als es aktuell ist.
Düb, düb, dü, dü, dü. Düb, düb, dü, dü, dü. Zumindest in dem aktuellen Alter. ihr müsst auch daran denken, je jünger ihr seid, desto mehr könnt ihr machen. Wenn ihr dann älter seid, kommt's komisch, wenn ihr dann bestimmte Dinge macht. Ich weiß nicht, was für bestimmte Dinge, aber es kommt halt komisch. Zum Beispiel, nennen wir jetzt mal was Extremes. Oh, hi Schäfchen, was machst du da unten? Na, okay, chill da weiter. Zum Beispiel, wenn ihr bei diesen Tankstellen-Gedönsen, bei der Toilette, unten durchkrabbelt, wo steht Kindereingang, weil da muss man nicht bezahlen, wissen vielleicht viele, da kann man einfach unten durchkrabbeln. Und wenn dann so ein Erwachsener daherkommt und sich denkt, ich bezahle doch keine 1 Euro, denkt ihr, glaubt ihr, Spinnen? Und dann auch unter diesem Kindereingang sich irgendwie durchquetschen zu versucht oder allgemein versucht, das seinen Hintern durchzubringen. Das ist nicht wirklich so Sinn der Sache und es wird auch komisch beäugt. Vielleicht kriegt er dann auch irgendwie so einen übergebraten von den Angestellten da. Also das einfach nur so als Beispiel. Als Erwachsener kann man sich nicht mehr alles erlauben, was man als Kind machen kann. Auch vieles, was eigentlich frech ist, wird, wenn man kleiner ist, einfach durchgelassen. Da sagt niemand was dagegen, aber wenn es ein Erwachsener macht, ist schon richtig schlimm. Von dem her, nutzt euren Vorteil, wenn ihr klein und süß seid, ne? Später kriegt man da einen dann an die Waffe, wenn man da irgendwie sich daneben benimmt. Ich glaube, ich reg euch jetzt einfach dazu an, Unstug zu spiften. Macht es nicht, an jedes Elternteil da draußen. Ich habe eure Kinder nicht gerade eben dazu veranlagt, dass sie Ärger machen. Sollt ihr nicht. Seid brav. Eure Eltern haben es nicht verdient. Bin ich jetzt wieder nah dran? Ah, ich bin da oben, nice. Das heißt, wir haben gleich wieder unsere schönen Sachen gefunden. Und ich würde sagen, auch wenn wir in den Partner noch so ein bisschen gelabert haben, wir haben Glas gesammelt, haben auch noch so ein bisschen was aus der alten Tour genommen, um es da noch ein bisschen weiter aufzuarbeiten. Und sag mir jetzt bitte, dass ich es wiederfinde. Stimmt, ich bin irgendwo da vorne gestorben, als ich vom Zombie abgehauen war. Ich würde sagen, ich schneide kurz, bis ich meine Sachen wiedergefunden habe. Und ja, dann geht's weiter. Okay, ich habe die Sachen tatsächlich nicht wiedergefunden, aber es war so eine dumme Aktion. Ich habe wirklich gerade eben einfach nur die Enderperle direkt wieder verschwendet, nachdem ich, ja, die so noch lange Arbeit gefunden habe, wieder vom Enderman, hab mir eine weitere da gegönnt und bin dann einfach so gedreckt mit dem guten Glauben dahin gegangen, ja, können wir uns mal verwenden, können wir mal wieder gönnen. Das war so unnötig und ich hätte eigentlich dran denken müssen, dass man da einen Schaden kriegt, wenn man sich teleportiert. War eigentlich wirklich so unnötig, die Aktion. Naja, ab dahin. Füllen wir zumindest jetzt nochmal den Rest mit Glas aus. Wir haben jetzt 30. Soll ich da hoch? Kann ich machen. Und probieren, auszufüllen. Dup, 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 dup. So. Und hier nochmal. Damit wir zumindest da ein bisschen Fortschritt haben, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, verpassen wir unserem Pferd noch ganz kurz neben den Sattel eine neue Rüstung. Gönnen wir mal. Wie kann ich das machen? X-Inventar. Ganz genau. So. Das sieht nämlich gleich viel besser aus. Schaut euch das hier an. Ich muss absteigen. Schaut mal, das sieht mega nice aus. Und dann würde ich sagen, geht's dann doch erst im nächsten Part weiter. Mit dem Bau hier oben. Tut mir leid, aber wir haben gute Themen gelabert. Und natürlich, gibt's hier auch noch ein kleines Bettchen. Wo pflanzen wir das Bettchen ganz genau hin? Wir chillen uns hier einfach so neben unser Pferdchen hin und denken sich so, oh yeah, hier chill ich nachts. Natürlich Essen und alles weiter haben wir jetzt verplempert, aber hey, das ist auch nicht so wild. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall wieder im nächsten Part. Schaltet da unbedingt wieder ein und haut rein und ciao. Euer Feuerstachel. Ich bin trotzdem noch ein bisschen mies gelaunt, weil ich da gerade eben die Enderperle und meine Sachen verloren habe. War eigene Dummheit.